Andreas Ossommer lebt etwa 30 Kilometer nördlich von Freiburg im Breisgau. Frankreich und die Schweiz sind zum Greifen nah. Er wohnt mit Familie auf dem Dorf, der Bahnhof ist 5 Kilometer entfernt. Hat der Zug Kenzingen verlassen und ist in Freiburg angekommen, dann bleibt er noch ein bisschen sitzen, bevor er aussteigt. Erst 20 Minuten später geht es nämlich weiter Richtung Basel. Zeit zum Denken und Schreiben. Zeit für Einfälle und Zufälle. Dann geht's zur Arbeit in die Stadt. Dieser Übergang ist eigentlich sehr nützlich. Es ist eine Art Rite de Passage, der mich von der einen Welt in die andere Welt führt. Die Dorfwelt ist eine andere Welt als die Stadtwelt. Und der Stadtwelt bin ich doch noch ein wenig fremd gegenüber. Freiburg sicher keine Großstadt, aber in gewisser Weise ist es eine Irritation, die jeden Morgen stattfindet. Eine Irritation über die vielen Menschen, über den Verkehr, über die Autos. Eine Irritation, die mir auch gut tut, sie belebt. Er bräuchte die Stadt nicht als Lebensraum. Überhaupt versteht er nicht die Versessenheit der Moderne auf Urbanität. Die Stadt sei etwas für Unentschlossene, die das Meer der Optionen bräuchten. Ich sitze gerade über den Fahnen der ersten Bände unseres Nietzsche-Kommentars. 600 Seiten zur Götzendämmerung und Fall Wagner, 850 Seiten zu Antichrist, Ecce Homo, Nietzsche contra Wagner und Dionysos Dithyrambe. Eine Arbeit, die ungefähr das geisttötendste ist, was man sich vorstellen kann, und dennoch muss sie gemacht werden. In wenigen Wochen erscheint der erste Band, eine wissenschaftliche Herkulesaufgabe. Die Korrekturen der Druckfassung müssen gemacht werden. Andreas Ossommer kommt nicht nur aus Basel, der Stadt, in der Nietzsche Philologieprofessor war, er ist auch Direktor der Nietzsche Stiftung in Naumburg. Um kreativ zu sein, bedarf er nicht bestimmter Rituale. Im Gegenteil, wenn Termine drängen, läuft's am besten. Es ist nicht so, dass wenn ich mich 3 Monate irgendwohin verabschieden kann und dann da kreativ sein darf, in Anführungszeichen, dass mir da irgendetwas gelingt, sondern wenn ich zum Beispiel jetzt über diesen grauenhaften Druckfahnen sitze, dann nebenbei doch viele Ideen kommen, die ich verwerten kann. Entsprechend liegt eben mein Notizbüchlein neben den Fahnen, wo ich dann das eine oder andere notieren kann. Dieses kleine Notizbüchlein hat es in sich. Das ist kein Zettelkasten, er schreibt alles in den Computer. Aber dieses kleine Inselbuch mit dem Marmorpapiereinband, das einem Tagebuch ähnelt, ist in 50 Jahren mal was für eine Vitrine im Marbacher Literaturmuseum der Moderne. Auf dem Titel steht ein Motto von Mark Twain. Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen. Jenseits der Fahnenkorrekturen trage ich mich mit dem Gedanken, eine Philosophie des Relativismus zu schreiben. Mir scheint, der Relativismus ist etwas, was übel beleumundet ist heutzutage. Die Philosophen und die Theologen sind sich in seltener Einmütigkeit da einig, dass der Relativismus das Grundübel der Gegenwart sei. Ich würde im Gegenteil behaupten, dass der Relativismus das ist, dessen wir bedürfen. Der Relativismus ist eigentlich die einzige Lebensform, die Menschen angemessen ist. Und mit dem Absoluten können wir nicht umgehen. Wir können mit dem Absoluten allenfalls dann umgehen, wenn es zu uns in Relation gesetzt wird, wenn wir es für uns relativieren. Und dann rückt er mit ein paar Neuigkeiten aus der Werkstatt heraus. Das Projekt heißt Zweisatznovellen. Eine Sammlung von Kurztexten, die sich auf 2 Sätze beschränken und philosophische Streiflichter erzeugen. Ich könnte daraus kurz etwas vorlesen, wenn Sie das möchten. Na klar, darum machen wir ja die Werkstattbesuche. Also ein paar Entwürfe aus den Zweisatznovellen. Timo Wellwiss wird im April damit begonnen haben, einen Fahrplan für all die Züge auszuarbeiten, die in seinem Dorf Oberaschenbach halten müssen, obwohl es in Oberaschenbach doch nicht einmal einen Bahnhof gab. Zuerst ließ er in seinem Fahrplan die Regional- und Interregionalzüge, im Hochsommer dann auch alle ICE- und IC-Züge in Oberaschenbach halten, sodass niemand nach Paris oder Berlin kam, ohne in Oberaschenbach Station gemacht zu haben. Vom 15. September an blieben freilich sämtliche Züge in Oberaschenbach, denn nun wusste Timo Wellwiss, dass jegliche Bewegung nur eine Illusion ist und in Wahrheit alles in einem Punkt, Oberaschenbach, stillsteht. Reinhold Gerber hat sich die 2,5-Zimmer-Eigentumswohnung, 68 Quadratmeter, Balkon auf den Hofpark, auf den 1. Juli kaufen wollen. Als er die Kaufsumme von 122.000 Euro auf das Notar-Ander-Konto überwiesen hatte, wurde ihm klar,
dass es Raum nur in seinem Bewusstsein, nicht in der Außenwelt gebe, er also auch keine Räume kaufen bräuchte. Er braucht für Zweisatznovellen und andere Erzeugnisse nicht Whiskyglas, Monteverdi-Opern und Schwarzwald-Panorama zur schöpferischen Beflügelung. Er bedarf nicht bestimmter Umstände, um Werkstatterträge zu erzeugen. Es ist nicht so, dass ich auf bestimmte Orte oder bestimmte Konditionen angewiesen bin. Wenn Sie so wollen, kann ich mir diesen Luxus nicht leisten, zu warten, bis ich die idealen Konditionen eben mit Pfeife und Weinglas und Blick auf die romantische Abendstimmung im Weinberg ergibt. Wenn ich das tun müsste, dann würde ich mit dem Schreiben nicht anfangen. Im Gegenteil, so dieses Randständige ist auch immer eigentlich eine ideale Schreibsituation. Also die Bedingungen sind eigentlich in der Ausnahmesituation immer besonders gut. Ein Friedrich Nietzsche-Kommentar von knapp 1500 Seiten erscheint, eine Philosophie des Relativismus ist in Arbeit und die Zweisatznovellen entstehen so zwischendurch. Ist das etwa schon alles? Gibt's nicht sonst noch was? Was andere ist ein Buch über die Philosophie und das Verbrechen. Die Philosophie und das Verbrechen ist vielleicht eine merkwürdige Paarung. Eine Paarung, mit der sich viele Kolleginnen und Kollegen schwer tun würden, weil die Philosophie doch allenfalls über das Verbrechen als das ihr völlig Fremde nachdenkt. Andererseits ist nicht zu erkennen, dass die Philosophie von Anfang an eine seltsame Affinität zum Verbrechen hatte. Das Verbrechen war offensichtlich etwas, was ihr in gewisser Weise sehr nahe lag. Bereits Sokrates ist als Verbrecher verurteilt und hingerichtet worden. Fasst man die Projekte über imaginäre philosophische Werke, über Relativismus, über Philosophie und Verbrechen und über Zweisatznovellen zusammen, so fällt eine Neigung auf, das Irreale als reale Kraft anziehend zu finden. Eine domestizierte Unterwelt des Denkens scheint Andreas Urs Sommer zu reizen. Also es scheint eine Tendenz zu geben, dass Philosophie Ordnung grundsätzlich in Frage stellt und dass das in vielen Gesellschaften als verbrecherisch empfunden wird. Er geht noch einen Schritt weiter. Ein verbrecherisches Moment ist in der Philosophie, wenn sie denn nicht bloß akademische Verwaltung von Besitztümern ist, eigentlich immer inhärent. Eine Art Horror vor dem weißen Blatt kennt Andreas Urs Sommer nicht. Er spricht von sich als Relativist in eigener Sache, als in seinem Denken vielfach bedingter. Nur wenn man die Schreibmöglichkeiten auch ausschöpft, die verschiedensten Formen des Schreibens ausschöpft, glaube ich, kann man die verschiedensten Formen des Denkens erproben. Die Abhandlung allein in einem akademischen Sinne scheint mir keineswegs hinreichend zu sein, um den Reichtum dessen, was philosophisches Denken ist, in irgendeiner Weise erschöpfend darzustellen. Mit einem Motto eines seiner letzten Bücher: Es kommt nicht allein darauf an, anders zu denken, sondern auch anders zu leben. Die Mitwelt und die Nahwelt ist unmittelbare Entstehungsbedingung für das, was entsteht.